Ende gut, alles gut. Moment, das ist ja Re:Zero das, ne? Hallo und danke fürs Einschalten zu meinem Review von Re:Zero Killer Hajimeru Isekai Saiketsu, Episode 50, der letzten Folge der zweiten Staffel. Gekka, der Taramänner Sutepu. Bevor es losgeht, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, dass du benachrichtigt wirst, sobald ein neues Video online kommt. Und wow, ich muss wirklich sagen, diese Episode war einfach perfekt und hat alles wirklich, wirklich gut zusammengefasst. Es war eine wirklich interessante und spannende Fahrt, diese Season, sowohl der erste Chor als auch der zweite Chor. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, den Anime zu reviewen. Und ich bin wirklich froh, dass Subaru jetzt dann doch am Ende wirklich Emilias Ritter werden konnte. Und die Szenen davor und danach waren auch wirklich lustig. Ich bin halt auch schon gespannt, was genau passieren wird, wenn die beiden alleine auf Emilias Zimmer sind. Oder hat sich diese Unterhaltung etwa schon erledigt? So hat es ein wenig gewirkt, aber ich glaube nicht, dass Subaru sich so etwas entgehen lassen würde. Auch wenn Emilia selbst keine Ahnung hat, welche Hintergedanken er da haben könnte. Man könnte jetzt bezüglich der Ritterschlagung die Hoffnung haben, dass Subaru seinen Jogginganzug beiseite legt, den er wahrscheinlich noch gar nicht wirklich so oft gewaschen hat, seitdem er angekommen ist. Aber ehrlich gesagt, dieses Ritteroutfit ist zwar nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Ich bin Subaru in dem Jogginganzug gewohnt und ich hoffe, dass er den auch weiterhin trägt und sich das Ritteroutfit für Anlässe aufhebt, wenn es wirklich notwendig ist. So wie eben in die Schlacht ziehen oder ähnliches. Was, denke ich mal, durchaus noch öfter vorkommen wird. Und das ist halt auch die große Frage. Wann wird das wieder vorkommen? Was kommt jetzt? Kann überhaupt jetzt noch was Schlimmes passieren? Was könnte jetzt noch aufkommen in Season 3? Und wann kommt diese Season 3? Weil ich hätte mir schon erhofft, dass da jetzt ein Announcement kommt am Ende der Episode. Aber ich habe es komplett durchgesehen und da war einfach nichts. Null. Was denkst du, werden wir überhaupt eine Season 3 bekommen? Und wenn ja, wann? Ich persönlich tippe so 2 bis 4 Jahre. Schreib gerne deine Gedanken unten in die Kommentare. Und wie immer, wenn du das noch nicht getan hast, kannst du gerne noch eine Bewertung da lassen. Und vergiss nicht, ich habe auch Patreon. Link ist unten in der Videobeschreibung. Natürlich ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, auch wenn es hier so wirkt, ganz am Ende. Das war ja ähnlich bei der ersten Staffel ja auch, wo ich mir vorstellen könnte, dass man wie auch dort eben in dieser Season absichtlich was weggelassen hat, was das positive Klima trüben könnte. Weil, was hier jetzt im Vordergrund stehen sollte, ist ja eigentlich die Rettung von Rem. Und dafür muss er die Todsünden ummurksen. Dafür muss er wahrscheinlich an Regulus vorbei. Und Pandora, als wahrscheinlich ultimativer Endboss, wird ebenfalls noch früher oder später eine Rolle spielen. Und das wird sicherlich nicht einfach. Weil im Endeffekt, das was hier jetzt aufgekommen ist, in dieser Season, war Zwischenneues. Das war einfach nur, was einfach aufgekommen ist, was hätte nicht sein müssen, im Endeffekt. Klar, Roswal war im Endeffekt der Drahtzieher hinter allem, bis jetzt. Aber das kann doch eigentlich nur bedeuten, dass alles, was ab jetzt kommt, nur noch schlimmer wird. Wobei ich mir halt schon denke, es war doch so einfach. Und es hätte doch von Anfang an so einfach sein können, oder? Weil wenn man sich so ansieht wie Birko, die Vielhasen fertig gemacht hat, wie die sich dann einfach selbst aufgefressen haben und komplett eingesperrt waren, weil sie so etwas ähnliches geschaffen hat wie die Bibliothek, wodurch die Hasen dann nie wieder rausgekommen sind. Was ziemlich, ziemlich episch war. Meine einzige Angst war die ganze Zeit nur so, okay, oh Gott, okay, die Hasen sind da jetzt drin, aber was ist, wenn einer übrig bleibt? Wenn einer irgendwie, keine Ahnung, meinte so, ja, ich mach mal Toilettenpause, bin in 2 Minuten wieder da. Das wäre halt echt bitter gewesen. Und zum Glück war es nicht so. Vor allem würde mich zu sehr wundern, was Daphne zu dem Ganzen sagen würde. Dass da jetzt einfach ihre Vielhasen relativ easy mit Subaru und Bärkurs Duo innerhalb von kürzester Zeit besiegt wurden. Vor allem war es auch sehr interessant, dass Subaru einfach diese Minya-Kristalle benutzen konnte. Ich denke mal, das liegt wahrscheinlich zusammen, dass er A, mit Beatrice physisch verbunden war und B, Subaru ja einen Vertrag mit ihr hat, dass er vielleicht ihr Gate irgendwie verwenden konnte, durch sie das machen konnte. So würde ich mir das mal persönlich erklären. Aber natürlich hat die Episode damit nicht geendet, weil nachdem das alles zu Ende war, kam Roswal dran. Weil der wurde hier wie eine Türmatte
behandelt. Jeder durfte mal rauftreten, reintreten und immer wieder zutreten. Vielleicht nicht onscreen, aber definitiv offscreen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Subaru diese Möglichkeiten nicht genutzt hat. Es wundert mich halt nur, dass man überhaupt so offen war diesbezüglich. Hätte Roswalder nicht im wahrsten Sinne des Wortes seine Fassade, seine Maske behalten können, ohne dass er großartig auffliegt? Ich denke mal, es hätte eine Option gegeben, aber ich fand das so ehrlich gesagt schon wirklich, wirklich passend. Vor allem war es auch sehr interessant, wie Roswald selber erwähnt hat, dass er gar nicht mehr gegen sie gehen könnte, weil er eben diesen Schwur, Vertrag, die Vereinbarung mit Subaru eingegangen ist. Und eben auch erwähnt, hätte Subaru verloren, dann hätte er jetzt diese Markierung da. Was für mich halt zwei Fragen aufwirft. Die eine Frage, ist das auch ein Teil von Roswalds Zauber? Weil, soweit ich weiß, zumindest im Anime und auch so wie Subaru reagiert hatte, wusste er nichts davon. Ich glaube, das ist in der Light/Web-Novel ein bisschen anders rübergekommen und wurde besser erklärt, aber trotzdem hat Subaru hier ziemlich überrascht reagiert. Und das zweite ist, was mich wundert, bezüglich Ram. Was ist, wenn Ram wirklich gestorben wäre durch Roswald? Hätte Subaru dann verloren, weil er nicht alle hätte retten können? Oder wäre das eine Ausnahme gewesen und Roswald hätte trotzdem verloren, weil es durch seine Hände passiert ist? Und bevor ich mehr über Ram rede, wollte ich noch kurz erwähnen, dass man auch einige Male kurz Rem gesehen hat bei der Zeremonie. Da fand ich es wirklich nett, dass Subaru, ich nehme mal an, eher darauf bestanden hat, dass Rem damit dabei ist, beziehungsweise ich fand es gut, dass sie allgemein dabei ist. Auch wenn sie effektiv eine Kartoffel ist und nichts mitbekommt, ist es doch eine mehr als nette und gute Geste, sie da mit einzuintegrieren und mit einzubinden. Aber genau, die ganze Ram-Sache. Ich weiß gar nicht, was ich für diesen Möchtegern-Love-Triangle mit Ram, Roswald und Garfield halten soll. Weil Garfield tut mir ordentlich leid. Und ja, Ram hat definitiv ihre eigene Entscheidungsmacht darüber, für wen sie Gefühle hat und wie sie agiert. Keine Frage. Aber trotzdem, ich schipp noch immer die beiden. Und es hat mir wirklich wehgetan, da Garfield so zu sehen, vor allem, dass er das auch noch so extrem normal genommen hat und nicht irgendwie abgegangen ist. Logischerweise gab es die ganze Roswald-Sache da, die vielleicht das Ganze ein bisschen abgedämpft hat, das kann ich mir durchaus vorstellen. Jedoch, wessen Gefühle nicht abgedämpft wurden, waren die von Petra. Weil sie hat, finde ich, genau das geäußert, was ich mir auch gedacht habe. Weil sie kann Roswald nicht verzeihen. Und so würde ich persönlich wahrscheinlich auch reagieren. Man könnte jetzt sagen, Subaru tut es vielleicht auch und sieht ihn einfach nur als Mittel zum Zweck. Was er auch geäußert hat, mehrere Male, in dieser Episode und davor, dass Roswald sozusagen ein nötiges Übel darstellt, was ich gut finde, weil ansonsten eben wirkt es einfach viel zu klischeehaft. So dieses typische Anime-Klischee von, hey, da haben wir den Typen, der wollte vor 5 Sekunden noch an die Kehle gehen, aber jetzt ist unser bester Freund. Das ist ziemlich klischeehaft und ich bin froh, dass es zumindest so wirkt, als hätte Subaru wohl auch vielleicht nicht seine Bedenken, aber er würde das alles mit einer Prise Salz genießen, die Roswald-Sache. Und apropos Roswald, ja, über den kann man hier ordentlich viel reden. Ich fand die Unterhaltung, die er mit Beako hatte, beim Grab von Echidna relativ interessant, weil es hat mich überrascht, dass sie gar nicht wusste, dass es sich immer und immer wieder um denselben Roswald handelt. Was eigentlich bedeutet, dass es sehr wohl eine Person gab, die immer an ihrer Seite war. Somit ist Roswald dann theoretisch gesehen, technisch gesehen nicht diese Person für sie, im Endeffekt, immer schon, ohne dass sie es wusste. Klar, Subaru hat jetzt irgendwie mehr oder weniger diesen Posten eingenommen, mehr schlecht als recht, aber es wirft für mich schon die Idee in den Raum, dass Roswald eigentlich diese Person ist. Weil dadurch, dass er so eine Art Unsterblichkeit erhalten hat, indem er seine Seele transferieren kann, kann er immer an Beatrix' Seite sein. Mal in männlicher Gestalt und auch in weiblicher Gestalt, in allen möglichen Formen, so ähnlich wie Betelgeuse eigentlich. Dann, was mehr als interessant ist und mir eigentlich auch erst jetzt gerade beim Reden so wirklich klar wird und auffällt, ich finde es nur ein bisschen creepy, dass das ja eigentlich bedeuten müsste, dass Roswald seine Nachfahren, seine Kinder immer wieder quasi dazu genötigt hat, ihren Körper aufzugeben, damit er diese Hülle verwenden kann, weil ja
wie er gesagt hat, die Hülle passend sein muss. Und das ist schon mehr als creepy. Und das einfach nur für sein Ziel, was er noch immer hat. Auch wenn er jetzt sozusagen Subaru dienen muss, eben Echidna wieder in Fleisch und Blut zu sehen. Wo ich da wirklich die Sache aufwerfen muss, die mir aufgefallen ist, nämlich, ich finde, dass Echidna, so wie man sie gesehen hat, ein wenig anders aussieht. Ihre Nase wirkt ein wenig anders. Kommt mir das nur so vor? Bin ich der Einzige? Und eine weitere Sache, die ich einfach erwähnen muss, ist Emilia. Weil die ist wirklich, wirklich einfach gestrickt. Anders kann ich es nicht sagen. Und das nicht nur bei der Unterhaltung bei Rosemar, sondern auch davor. Weil sie war bei dieser ganzen Beat Rosemar-Aktion die Einzige, die dann meinte so, naja, entschuldigen muss er sich schon. Und als er es dann gemacht hat, okay, passt, perfekt, alles super, YOLO. Ja, einfach gestrickt. So kam das rüber. Und was das Ganze halt noch davor ziemlich verdeutlicht hat, war die Unterhaltung mit Emilia und Subaru, wo sie am Ende dann da sitzen, wo die Vielhasen besiegt wurden und sie noch in, unter Anführungszeichen, Sanctuary sind und sie ganz rot wird. Und mein erster Gedanke war dann so, okay, vielleicht will sie über diese ganze Beziehungs-Liebes-Sache reden. Aber dann, als sie immer nervöser und nervöser wurde, dachte ich mir nur so, oh Gott, nein, das geht garantiert in eine wirklich effektiv falsche Richtung. Vor allem, als sie dann ein Kind erwähnt hat, dachte ich mir nur so, oh Gott, okay, meint ihr das jetzt ernst? Das kann es auch nicht sein, diese komplette Emilia-Logik, dass sie jetzt schwanger ist, weil sie Subaru geküsst hat, wo ich mir nur dachte, arigato pack. Subaru dachte sich das ebenfalls in demselben Moment. Das war schon so, was geht? Da ist einiges an Aufklärung notwendig, wobei man dazu sagen muss, dass nicht unbedingt Puck derjenige gewesen sein muss, der Emilia das Ganze ins Ohr gesetzt hat. Den Flo könnte auch Fortuna gewesen sein. Denn man muss ja auch bedenken, ob man der Emilia wirklich so einen großen Strick daraus drehen kann, weil sie ja mental noch ein Kind ist. Sie ist ja mental, ich glaube, so 12, 14 herum. Und da ist so eine Denkweise durchaus noch irgendwie verständlich, vor allem wenn man bedenkt, dass Re:Zero in einer Art Mittelalter-Setting spielt. Aber diese Situation war halt einfach so kawaii, wie sie peinlich war, mega cringe. Es hat mir sowohl gefallen, als auch Fremdscham hoch 10.000. Und ja, wie schon erwähnt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Season zu reviewen. Sollte eine weitere Season dann rauskommen, werde ich diese definitiv auch machen. Dass ich damals Season 1 nicht gemacht habe, tut mir nachträglich ein wenig weh. Man muss dazu sagen, meinen YouTube-Kanal gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sonst hätte ich es garantiert gemacht. Wobei ich zu Re:Zero etwas später eingestiegen. Ich habe von dem Anime damals erst gehört gehabt mit Episode 5 oder 6 herum. Dank Belchana. Aber ja, wirklich froh, dass Season 2 jetzt rauskam. Ansonsten kurze Ankündigung für meinen Kanal selber. Den nächsten Anime, den ich reviewen werde, nachdem dann auch Black Clover zu Ende ist, wird Isekai Maho die zweite Staffel sein. Da habe ich schon Season 1 reviewed. Kann man sich definitiv auch reinziehen. Wirklich Emilias. Und die Folgen, man könnte jetzt bezüglich des Ritten, aber ehrlich gesagt, das war es natürlich und großartig, das bei der Beat Roswell Up Aktion, aber diese, okay, das war's mit dem Review. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben und einen Abo da, Glocke drücken nicht vergessen. Ich habe auch noch einen Patreon-Account, Link ist unten in der Videobeschreibung, falls du mich dort ebenfalls unterstützen möchtest. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.